Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es mal um einen Trade, um einen vermeintlich super Trade. Ne? Und zwar kann man ganz risikolos mit einer Options-Future-Kombination im S&P 500 $1000 im Monat verdienen. Und ob das funktioniert oder nicht, das schauen wir uns jetzt mal hier gemeinsam im Video an. Also ich bin auf dieses Thema gekommen durch einen Kommentar unter eines der YouTube-Videos. Und zwar war da folgende Frage. Und hat jemand geschrieben, folgende Idee. Er hat das irgendwo gelesen und fragt dann einfach, Mensch, kann denn das funktionieren? Weil es klingt ziemlich gut. Und immer wenn man sich sowas durchliest, ist es natürlich schwer aus dem FF so zu beantworten, sondern das Beste ist immer, man visualisiert das Ganze mal. Und das machen wir jetzt hier auch. Und zwar war folgende Idee, und wir schauen uns das mal hier am Rechner an. Es geht also um den S&P 500, um den S&P 500 Future, den ES. Und zwar folgende Idee. Als allererstes sollte man also hier zu Beginn eines Jahres einen Call kaufen mit Laufzeit Dezember. Ne? Also man sollte einen Dezember-Call kaufen, also ein Jahr Restlaufzeit. Gleichzeitig Short im Future gehen. Und danach einfach immer monatlich kurzfristige Puts schreiben, aus dem Geld liegende Puts. Und die Idee war dann, nach 2 Monaten ist das Geld für den Call verdient. Und ab sofort kann man dann jeden Monat ungefähr ein Tausender Geld machen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Naja, gucken wir uns das mal hier am Rechner an. Ich habe euch hier mal den S&P 500 aufgemacht. Monatschart und also nochmal von der Grundidee. Wir sagen also als allererstes, wir gehen hier an der Stelle, ich kann jetzt das auch mal kurz hier mit hinschreiben, also Short den Future und zwar den Dezember-Kontrakt. Ne? Short Future Dezember. Dann machen wir folgendes und zwar wir gehen Long einen Call im Right, das heißt Call hier, einen Call im Dezember und zwar einen At-the-Money-Call und dann immer kurze OTM-Puts schreiben. So, jetzt haben wir das hier stehen. Ne? Also Short den Dezember-Future, Long einen Dezember-Call und dann kurze Out-of-the-Money-Puts dagegen schreiben, um das Ganze zu finanzieren. Ist das machbar? Schauen wir uns das einfach mal als bei den Zahlen an. Und zwar gehen wir dazu mal hier in den Option Trader der TWS. Da sehen wir hier aktuell der S&P liegt bei roundabout $2625 an dem Tag, wo ich das hier jetzt aufnehme. So, also die erste Idee. Wir gehen short den Future. Ne? Kann man das machen? Müssen wir uns mal anschauen. Gehen wir mal ganz kurz hier vielleicht in die TWS hinein. Und zwar gehen wir hier mal auf Test. So, jetzt geben wir hier mal ein ES, den Future. Und da suchen wir uns hier mal den Future heraus und gucken mal, was es gibt. Und hoppala, was fällt uns denn da auf? Da fällt uns doch schon mal auf, dass wir hier, müssen wir mal gucken, dass es den Future tatsächlich gibt. Ne? Also der wird schon gehandelt. Der Dezember kostet aktuell 2620 und ihr seht es jetzt hier auf 2643. Ne? Halt sehr, sehr großen Spread. Okay, jetzt kann das sein. Ihr seht es hier, es ist 9.39 Uhr am Morgen. Das heißt, der amerikanische Markt ist noch nicht offen. Ihr seht aber auch hier bei den Bid- und Ask-Volumen jeweils nur 2 Kontrakte gestellt. Das heißt, da wird einfach noch nicht wahnsinnig viel gehandelt. Wenn ihr das mal vergleicht mit den Futures, zum Beispiel jetzt dem März-Future des nächsten Jahres, so, und vergleicht mal einfach hier die Preise und die Strikes, dann seht ihr, okay, der hat hier einen Strike oder einen Spread von 25 Cent, der hier oben von über 23 Punkten. Ne? Also es ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wir werden hier schon erstmal ein bisschen Probleme haben oder wir werden erstmal ein bisschen Geld verlieren, wenn wir diese Idee eingehen. Aber nichtsdestotrotz, das funktioniert natürlich. Das heißt, okay, wir sind jetzt hier Short Future und das bedeutet, wann verdienen wir Geld? Wenn es nach unten geht. Und damit ist auch klar, wann verlieren wir Geld, wenn es seitwärts geht oder wenn es nach oben geht. So, wie gleichen wir das aus? Indem wir sagen, okay, wir kaufen einen
Long Call. Ne? Wir schreiben also einen Long Call, oder nein, wir schreiben den nicht, wir kaufen den, at the money mit Laufzeit Dezember. Und das gucken wir uns jetzt wieder an. Und jetzt ist es allerdings so, wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, die gibt es überhaupt nicht. Ne? Die längst laufenden Optionen, die es momentan gibt, und ich habe ja wirklich alles angekreuzt, ne? Ich habe alle Trading-Klassen angekreuzt, also alle, die es gibt, und ich habe alles genommen, und die längsten, die es gibt, sind schon mal September. Das heißt, jetzt können wir an der Stelle schon aufhören, derjenige, der das also in die Welt gesetzt hat, das war nicht der Fragesteller, ne? Sondern der hat es ja auch nur irgendwo gelesen, wenn der sagt, kauf mal einen Dezember-Call, geht überhaupt nicht, weil es gar keine gibt. Ne, gibt überhaupt keine. Und das heißt, man könnte es jetzt vielleicht mit dem SPX machen, aber den kann man wieder nicht so, hat man ja wieder keinen Future, den man short gehen kann, aber egal. Das heißt, das, was wir machen könnten, wäre, dass wir sagen, okay, wir kaufen einen at the money September Call. So, und dann gucken wir mal, der Future kostet ja, wie gesagt, das müssen wir uns auch natürlich auch nochmal den September Future anschauen. Ob es den auch mitgibt. So, dann müssen wir hier wieder auf mehr gehen. Und das sehen wir hier, September gibt es. Der kostet also 2630 ungefähr. Bedeutet also, wir müssen einen 2630er Call kaufen. Die Calls haben wir hier. So, und jetzt sehen wir, dass die, und jetzt runden wir einfach mal ab, roundabout 120 kosten. Okay? 120 Punkte. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, Call at 120, jetzt ist der Multiplikator 50. Ne? Der Multiplikator beim ES ist 50 Dollar pro Punkt. Das heißt, wir reden hier über 6.000 Dollar. Das heißt, wir würden für diesen Call 6.000 Dollar ausgeben. So. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation. Wir haben einen Call, der muss 6.000 Dollar erstmal verdienen, damit wir ins Gewinn kommen. Wir haben kein Risiko auf der Unterseite, weil wir ja den Short Future haben. Also wenn es nach unten geht, kein Problem. Wenn es nach oben geht, verlieren wir mit dem Future. Aber dafür haben wir ja diesen Call. Allerdings muss eben dieser Call erstmal 6.000 Dollar rausverdienen. Das heißt, der S&P muss erstmal um 120 Punkte steigen. Und vielleicht machen wir das mal hier. Ich schiebe uns das mal hier ein bisschen her. Und wir machen das vielleicht mal auf einen Wochenchart. Da sieht man es ein bisschen besser. So. Das heißt, der muss erstmal von jetzt vom aktuellen Stand auf 2730 ungefähr. Ne? Das muss er also erstmal machen. So, im September Future muss er halt 30 Punkte höher, also 2760. Aber der muss ungefähr erstmal 120 Punkte steigen. Also ungefähr, wie viel sind das? Naja, so 4,5%. Damit wir überhaupt erstmal plus minus null wären. Und deswegen ja die Idee, kurzfristige Out-of-the-Money-Puts dagegen schreiben. Gucken wir mal, was die bringen. Also, gehen wir wieder her und sagen, okay, was sind denn kurzfristige? Vielleicht nehmen wir einfach mal nur die normalen Monatsoptionen. Und da könnten wir ja hier anfangen, zum Beispiel momentan mit dem Januar. Der 63 Tage Restlaufzeit, schreiben wir einen Put. Wo schreiben wir jetzt diesen Put? Ne? Delta 10, Delta 20, ich weiß es nicht. Gehen wir doch mal her und sagen, wir würden einen Delta 20er Put schreiben. Okay, den hier. Und da seht ihr, das wäre der 2525er. Der würde uns 15 Punkte einbringen. Das können wir uns auch wieder mit hinschreiben. Also, Put at 15. Und 15 mal 50 sind 750 Dollar. So, und jetzt soll mir mal einfach jemand sagen, wenn ihr die Zahlen hier seht, wie man mit Optionen, die 57 Dollar bringen, innerhalb von 2 Monaten 6.000 Dollar für den Call rausverdienen soll. Das geht überhaupt nicht. Ne? Also das wird überhaupt nicht funktionieren. Und wenn man jetzt näher rangeht, was passiert, wenn man näher rangeht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir gehen eben hier auf den Delta 30 zum Beispiel, naja, das sind 22, dann reden wir über 1.100 Dollar.
dann braucht man, würdest du trotzdem noch 6 Monate brauchen, um das rauszuverdienen. Ne? So, das heißt also, das macht jetzt, macht aus meiner Sicht als Rechenbeispiel, funktioniert das nicht. Also die Idee, nach 2 Monaten habe ich es rausverdient und danach verdiene ich jeden Monat 1000 Dollar, das wird nicht funktionieren. So, und jetzt gucken wir uns mal das Letzte noch an, nochmal das Risiko. Wir haben gesagt, nach oben haben wir jetzt kein Risiko, weil wir ja den Call haben. Das heißt, wenn der Preis nach oben weggeht, wir haben einen Long Call, wir verlieren mit dem Future, gewinnen aber mit dem Long Call, wenn wir dann eben diese 120 Punkte angestiegen sind. Das heißt, vom P&L-Diagramm sähe das dann so aus, wir gewinnen, wenn es nach, wir gewinnen, wenn es, oder fangen wir anders an, wir starten mit einem Verlust und können aber gewinnen, wenn es nach oben geht. So, allerdings ist es natürlich so, dass wenn wir sobald wir die Puts dagegen nehmen und es geht nach unten, beschneiden wir ja dann unten unseren Verlust, ne? Weil wir haben ja dann plötzlich, guckt mal, wenn wir jetzt sagen hier, du bist short den Future und hast hier einen Put geschrieben irgendwo, was heißt denn das dann? Das heißt doch dann nichts anderes als derjenige, der den Put hat, darf den Markt verkaufen, also wer long den Put ist, darf ihn verkaufen, ich bin ihn short, was muss ich also machen? Das Gegenteil, ich muss ihn kaufen und da ich ja schon short im Future bin, hebelt sich meine Position auf. Das heißt, wenn ich hier ganz nah rangehe und der Markt fällt, habe ich natürlich auch keine Chance mehr, hier irgendwie was zu verdienen, weil dann bin ich ja hier aus dem Trade raus und wie soll ich dann hier oben diese 6.000 Dollar zurückverdienen, die ich ja hier für diesen Call ausgegeben habe. Ne? Also das heißt, es ist im Grunde genommen, es klingt vielleicht in der Theorie gut, aber wenn man in der Praxis einfach mal die Zahlen durchrechnet, dann stellt man fest, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, bevor ich mir das Zahlenbeispiel angeschaut habe, war mir auch schon klar, dass es nicht funktionieren kann. Warum? Nicht etwa, weil ich so ein Genie wäre, aber weil es ein ganz einfaches Ding gibt. There is no free lunch. Also es gibt niemals eine Gelegenheit am Markt, wo man sagt, du machst mal was, 1-2 Monate ein bisschen gucken und danach verdienst du immer risikolos Geld. Nein, das geht einfach nicht. Ne? Risikoloses Geld gibt es nie an der Börse, weil wenn es so wäre, hätten wir das vielleicht noch nicht erkannt, aber die großen Jungs hätten es erkannt. Ne? Und wenn die es erkannt hätten, dann würden die es machen. Die verdienen aber ihr Geld anders, nämlich nicht über risikolose Trades, sondern über viele, viele andere Modelle, die sie handeln. Und deswegen sind alle diese Ideen immer spannend, um zum Rechnen und auch ein bisschen Verständnis für Optionen zu bekommen. Das ist super. Aber man muss schon etwas dagegen tun. Also so, nicht, dass solche Kombinationen nicht funktionieren würden. Future mit Optionen zusammen, das ist super. Ne? Das machen wir auch oft. Aber so ganz einfach, mach mal schnell das. Und dann ab dem 2. Monat oder ab dem 3. kommt dann jeden Monat ein Tausender dazu. Nein, das funktioniert also definitiv nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, für die Einsteiger vielleicht schon, dann spult einfach nochmal zurück und guckt es euch nochmal von vorn an, nehmt auch selber mal einen Stift, einen Chart, zeichnet euch das ein, okay, was gewinne ich mit jeder einzelnen Position, ne? Das ist auch immer gut, wenn man sagt, okay, man guckt sich mal jetzt die einzelnen Positionen an, also wann verdiene ich mit dem Short Future, wann verliere ich, wann verdiene ich mit dem Long Call, wann verliere ich, wann verdiene ich mit dem Short Put, wann gewinne ich. Und dass ihr euch das einzeln mal aufschreibt und dann die Kombination macht und damit entwickelt ihr auch ein gutes Verständnis für Optionen, weil ihr werdet feststellen, Optionen sind nicht wahnsinnig kompliziert. Man muss es nur das Grundprinzip so ein bisschen verstanden haben. Wenn ihr auch solche Ideen habt, wenn ihr auch solche Erklärbeispiele habt, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich nicht ganz durchblickt, schreibt mir das in die Kommentare, ich nehme das gerne auf. Und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin an den Märkten viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.